Grüß Gott, universelles Bewusstsein. Ich hatte nicht die Zukunft, die ich mir vorgestellt habe, denn in dem Moment, in dem sie eingetreten ist, war sie schon wieder Vergangenheit. So könnte ich mich auch nur wirklich richtig beklagen bei mir selbst und mich für den Kläger halten der Sache, für die ich mich absolut verantwortlich fühlte. Ich wusste nicht mehr genau, wer jetzt wer war oder was wohin gehörte. Oder ob überhaupt jemand jemals existiert hatte. Ob nicht nur jeder eine kleine, schattenhafte Gestalt war, die vom Wind weggeweht wird wie alte Blätter im Herbst. Nun, was sollen wir da sagen? Es ist doch ein Genuss, dass nichts so beständig ist wie die Unbeständigkeit. Dass kein Idiot, der es dir auch noch so aufspielt, je überdauern wird. Alle fallen sie weg. Schwupp, schon wieder einer verschwunden. Dann kommt ein neuer. Ein neuer, schöner, der sich wieder die besten Mühe gibt, der die tollsten Voraussagen oder Hoffnungen in die Welt legt und dann vielleicht doch nur sich selbst enttäuscht, weil er ja nichts dafür kann, dass er so doof ist, wie er ist. Er glaubt, er müsste immer mehr haben, aber hat am Schluss doch auch wieder nichts. Und dieses Nichts wird ihn auch nicht glücklich machen, denn er sehnt sich ja nach etwas, was jenseits von allem ist und von nichts. Nichts. Nichts, es spricht, es jichtzt und es ichtzt. Ichtzt. In der Ichhaft. Die Ichhaftigkeit. Gefangen im Ich. Und doch fühle ich mich für einen Moment so frei, dass ich irgendwas vielleicht will. Will ich schon wieder was? Langt's mir schon wieder nicht. Ich will schon wieder was. Es ist schon wieder nicht genug. Es ist nicht genug. Es ist die Huflattich. Die Huflattich blüht. Diese hier sind schon fast kleine Fallschirme. Wenn ich noch ein bisschen gewartet hätte, würden sie auch gut fliegen. Da ich aber ein sehr ungeduldiger Mensch bin, verletze ich mich ab und zu aus Ungeduld heraus. Dann kann ich mich wieder drüber beklagen, dass mir etwas wehtut. Das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Denn das Ende der Geschichte ist das Ende von dem, der in der Geschichte handelt. Der Darsteller, der in der Geschichte seine Geschichte spielt. Und das Ende von dem Geschichtenerzähler? Auch glücklicherweise stören niemanden die Geschichten. Und der Geschichtenerzähler wird nicht gestört von den Geschichten, die er erzählt. Und der Geschichtenerzähler ist auch kein Störfaktor für niemanden. Denn es ist ja auch wieder nur eine Rolle. Eine Rolle, die Geschichtenerzählerrolle, die gespielt wird von dem, was keine Geschichte hat. Das, was keine Geschichte hat. Lass mich hier diesen ganzen Quatsch erzählen. Ich will's doch gar nicht. Oder vielleicht macht's mir auch Spaß. Wer weiß es? Hände hoch. Ich ergebe mich meinem Schicksal. Unfug, Blödsinn und Verwirrung für niemanden zu stiften,
und mich selbst immer wieder zu verlieren in der Unfindbarkeit, der grenzenlosen Weite, der Dunkelheit des Seins. Kann ich da noch sein, wo ich nicht bin? Kann ich da noch sein, wo ich nicht bin? Kann ich da noch sein, wo ich nicht bin? Bin ich noch irgendwo? Ich verweile. Im Rausch, in der Sucht, in der Abhängigkeit, sehnsüchtig getrieben nach dem Frieden. Bin ich immer einen Schritt hinterher? Ich ächze danach und scheitere auf dem Scheiterhaufen der Existenz. Verbrenne ich im Feuer des Gewahrseins, um wie der Phönix aus der Asche wieder zu erstehen und wieder neu nach mir zu suchen. Die Tauben gurren in der Ferne, die Vögel zwitschern auf der Zwitscherlitsche. So.